Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Vue Edition. Ein Fehler ist aufgetreten. Okay. Der heutige Spruch heißt Now in 3D. Kann mir mal einer erklären, seit wann es Minecraft in 2D gibt? Egal. Minecraft war doch immer 3D. Ich weiß, es gibt da so ein kleines... einen kleinen Klon in 2D, aber egal, wir müssen den Sinn nicht kapieren. Was wir aber kapieren müssen, ist, dass wir uns nicht verbinden können und so. Ja, wir waren in meiner Lava-Welt beim letzten Mal so angekommen, dass wir die letzte Kammer betreten haben und durchschritten haben. Ich hab zu euch gesagt, wir gehen zum Tempel? Nein, wir gehen nicht zum Tempel. Ich hab noch viel gefunden, was unbedingt noch mit rein muss und zur Story noch mitgehört. Einmal haben wir da die ominösen, seltsamen Höhlen von dem Zombie und dann noch viele andere Dinge, die es auf der Welt gibt. Zum Beispiel eine ganz interessante Wüste. So, und das wollen wir uns alles noch angucken und dann machen wir den Tempel und nach dem Tempel können wir dann in dieses Nether-Portal betreten von mir aus. So, natürlich in Abenteuermodus hier alles wieder. So, womit fangen wir an? Am besten mit den Höhlen. Wir waren hier, genau. Hinter mir ist die Höhle der Lava. Und hier habe ich was gefunden. Einmal da eine etwas größere Höhle. Wir sehen, da ist schon mehr irgendwie. Da ist was. Aber wir müssen als erstes hier lang. Hier ist ein Zombie-Kopf. Betreten auf eigene Gefahr. Wenn es weiter nichts ist. Da ist schon ein Zombie, der gerade verbrennt. Oha. Es wird richtig Angst hier. Wo sind wir hier? Ei! Ein Villager-Zombie. Hallo! Der sieht aber nicht so viel aus wie ein normaler Zombie. Sackgasse? Nein. Wo sind wir denn hier? Zombie Olaf. Endlich gefangen. Entkommen. So viel dazu. Wartet mal, wir müssen ganz schnell. Wir sind in die falsche Höhle reingelaufen. Oh oh. Ja, ist ja gut. Entschuldigt den Fail. Das ist die falsche Höhle. Wir müssen als erstes wirklich in die rein. Okay. Hier haben wir einen Zombie-Kopf. Aha. Höhle des Zombies Olaf. Aha. Ja, das ist der ominöse Zombie, den wir auf dem Strand der Statuen gesehen haben, als riesige Statue. Und natürlich der eine, der da eingesperrt war, aber dann entkommen ist. Zombie Olaf. Wird er hier wieder entkommen? Hier war er eingesperrt. Aber wir sehen, er hat sich irgendwie Wasser geholt und ist dann ausgebrochen. Deswegen steht hier auch leider entkommen. Also der ist gar nicht mal so dumm, der Zombie Olaf. Ah. Zombie Günther. Wird er entkommen? Günther. Der Freund von Zombie Olaf, okay? Wurde leider verbrannt, weil seine Zelle unter einem Vulkan war.
Wir trauern alle um ihn. Wir trauern. Boah, hat er ganz schön was angerichtet, der Zombie Raffi. Hilfe! Und hier gibt es einen Keks. Für den habe ich gerade noch Platz. Ist das nicht schön? So, na dann. Machen wir uns wieder weg hier. Das war die Vorgeschichte dieser Höhle reingehen. Und in ihr versuchen zu grübeln. Und uns mit Sand ölen. Etwas. So, betreten auf eigene Gefahr. Wenn es weiter nichts ist, dann sollten wir das recht sein. Ah, hallo! Jetzt sind auch Zombie Günther und Zombie Olaf sind schon da. Ich dachte, Zombie Günther wurde verbrannt. Ja, das war der Beweis, dass sie noch lebten. Sie sind wohl nicht der die Letzten ihrer Art. So, was haben wir hier? Zombie Olaf, endlich gefangen. Entkommen. Was hat denn der gemacht? Was gibt's denn hier? Ein Bett! Das braucht jetzt echt keiner. Der Zombie hat sich hier hinten durchgehauen? Der hat sich hier einen Fluchtweg gebaut? Ernsthaft? Okay. Fluchtweg von Zombie Olaf. Ah, der macht Sachen. Okay. Kann ich wenigstens Glas kaputt machen? Wieso kann ich Glas kaputt machen? Wieso ist hier ein Glasboden? Boah. Überall die Zombie-Köpfe? Nice. Bemerkenswert. Also ich finde, die Höhlen muss man gesehen haben. Ja. Kommen wir denn hier raus? Immer so gesagt. Immer so gefragt. Oh, wurden sie etwa geköpft? Nein. Dahinter ging's nicht lang. Okay. Nicht, dass wir da noch was verpassen. Wie es im Wasserschrein war, wo ich einfach mal nicht hinter mir geguckt habe. Und hinter mir war dieses Diamantschwert. Aber das haben wir ja nachgeholt. Was machen wir denn jetzt? Was? Hallo? Wo sind wir hier? Guck mal, ein kleiner Baby zum Herzenkind. Ach, du heiliges Hackfleisch, dass ich gleich umbringen muss. What the hell? Das ist aber eine nette Begrüßung. Heimat des Zombies Olaf. Und das passt, dass er gerade dort ist. Dort ist natürlich gerade ein Zombie. Wie typisch. Hier ist ein Zombie-Kopf. Hier sollen wir sicherlich lang. Ah, hier kommen wir weiter hoch. Wollen wir das? Angst! Was ist denn da? Das wollen wir gar nicht wissen. Das ist der andere Weg, oder? Ja. Hilfe! Noch ein Creeper. Wow! Yo! Kommen sie alle her? Angriff der Creeper. Wollen wir weiter hoch oder lieber da lang? Ich glaube, dieser Weg ist mehr special. Also gehen wir hier lang. Wo Fledermaus? Kleine Maus. Reißt immer aus. Hilfe, Höhlengeräusch. Da
passt das noch zu unserem Zombie-Freund Olaf? Ja. Und hier? Kommen wir wohin? In eine Sackgasse. Dann mit Wasser hoch, oder? Yep. Okay. Ist ja gut. Aha. Mit Wasser hoch. Hoch mit dir. Boah, klatsch. 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 Aua. Idiot. Warum? Was der Welt? Muss ich schreien? Muss ich Angst haben? Oh mein Gott. Bedingt. Hilfe. Aua. Ich werde sonst noch sterben. Hallo? Achso. Habe ich nie nur zur Hälfte angebissen oder warum hat es nicht gezählt? Fail? Darf hier weiter, ja? Was haben wir denn hier? Die Höhle des Let's Players Gronkh. Gronkh, falls du zusiehst, bitteschön deine eigene Höhle. Kohle. Viel Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh Mann, jetzt fange ich auch schon an. Ihr wisst ja, wie der Song geht. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Oh nein, jetzt fange ich auch an. So. Schöne Höhle. Ei. Ei. Darf ich hier runter? Wie nice. Aua. Gesagt, wie nice. Und nicht wie Olaf. Ah. Was ist denn da? Ah! Wir fallen am besten mal nicht runter. Und da steh ich. Ab. Nicht, dass er einen noch umbringt. Oder hier runterschubst. Das wäre tödlich. Ich glaube, es ist aber schon tödlich, hier weiterzugehen. Ja. Wo ist ein Weg? Hier ist eine Ranke nach unten. Kann sein, dass wir die nehmen sollen. Ich kann mich aber auch irren. Und bin total irre. So. Auf jeden Fall ist da unten sehr viel los. So, von dort oben kommen wir. Also, jetzt, wir müssen auf jeden Fall nach dort unten. Denn hoch kommen wir auf keinen Fall mehr. Boah. Hier ist ein Weg. Mehr oder weniger. Angst. Nein. Schubst mich nicht runter. Mit deinen Pfeilen. Dass wir da unten hin wollen. Da ist das Gesicht, was wir gesehen haben. Heißt das das, was ich denke? Dass das die Verbindung ist zu dieser Höhle der Legenden und allem? Ich denke schon. Na dann, aua! Ein Apfel. Hm.
Ah, ich werde verfolgt. Aua, hier ist das riesige Face. Genau. Genau, hier sind wir. Aha. Toll, wir kommen nicht mehr zurück. Jetzt kommen wir nur noch zur Höhle der Legenden und wieder zur vierten Kammer und können uns wieder umbringen. Yep. Wo war nochmal der Creeper? Warum nicht einfach hier? Oh, wo sind wir? Wir gehen gerade auf Tauchgang. What the hell? Bedrock. Bedrock. Darf ich den abbauen? Nein! Hier nicht, aber egal. Hallo Bedrock. Wie geht's dir? Feuerschutz? Ach, warum geht der so lange? Ach, ein schönes feuriges Bad. Ist irgendwie eine Fledermaus gestorben? Hallo? Hallo? Ich höre Wasser. Ich korrigiere mich. Ich sehe Wasser. Wir sind jetzt einfach wieder hier. Okay. Da war Wasser. Aber einfach mal ein Wassertropfen. Oh. Hallo? Und hier ist eine Spinne im Wasser. Hier ist auf jeden Fall Lava. Da ist irgendwas. Ich glaube nicht, dass wir hier raus wollen. Ah! Wow! What the hell? Mich um, bringt mich um. Ja. Oder bringt euch selbst um. Was euch lieber ist. Haha. 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 Ich bin hier nur wieder rausgekommen, weil sie mich. Oh Mann. Haha. Haha. Mano. Feuerschutz, geh weg. Feuerschutz, geh weg. Feuerschutz, geh weg. Feuerschutz, geh weg. Feuer, Feuer, Feuer. Ich bin dumm. Wir haben doch eh nichts Wichtiges gekriegt. Nee. Wir haben einfach nichts Wichtiges gekriegt. Gut. Leute, wir haben die ominöse Höhle von Olaf durchquert und haben nebenbei noch Gronkh seine Höhle gefunden. Also, wow. So, uns fehlen jetzt nur noch zwei Sachen, dann können wir in den Tempel gehen. Und zwar einmal so eine ganz seltsame Wüste. Und dann noch irgendwelche speziellen Wasserfälle und Lava-Wasserfälle. Und dann dürften wir alles haben. Also gut. Yep, jetzt sind wir da, wo die zweite Kammer war. Liege ich da richtig? Yep. Gut. Dann war das heute mal ein etwas kürzerer Part. Aber wir haben viel geschafft.
Wir haben zwei große. Wir haben eine kleine Höhle und eine große Höhle gesehen. Eigentlich haben wir sogar heute drei Höhlen gesehen. Nein, vier Höhlen, nein, fünf Höhlen, wenn man Fluchtweg von Olaf als Höhle mitzählt. Und Heimat des Zombies Olaf und Gronkhöhle und oh, Zombiehöhle Olaf und es gibt viele. Wir haben heute viel gesehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr diese Höhlen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Im nächsten Part machen wir dann die beiden letzten Dinge, die uns fehlen. Und zwar halt diese spezielle Wüste. Und dann noch dieses... Wenn wir es dann noch schaffen, diese spezielle Wasserfälle und Lava-Wasserfälle. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis